Wir begrüßen Sie aus der Endoskopie in Gera. Wir wollen heute einen 61-jährigen Patienten zeigen, der zu uns eingewiesen worden ist mit einem schmerzlosen Beschlussikterus, primär eine ERCP bekam mit Darstellung einer kurzen Engstelle. Im CT hat man keine Ursache für diese Engstelle gefunden und wir machen jetzt eine Endosonographie. Und bei dieser Endosonographie will ich ein bisschen auf die Anatomie mit eingehen. Also ich habe das Gerät eingeführt, wie bei der ERCP begradigt, und jetzt geht es um Leitstrukturen. Wenn Sie also endosonografisch untersuchen und haben begradigt, sehen Sie als erstes rechts im Bild hier die Mesenterialgefäße. Das ist für Sie Leitstruktur. Man hat das Gerät zurückgezogen und sucht sich dann auf der rechten Seite im Bild die Arteria und die Vena Mesenteria Superior. Das ist die Vena Mesenteria Superior und da hinten ist die Arteria. Können Sie kurz die Farbe einschalten? Sie sehen das, hier ist die Vene und hier ist die Arterie, unmittelbar daneben. Wenn Sie das haben, nehmen Sie die Farbe wieder raus und achten Sie auf diese Region. Hier kommt nämlich Prozessus uncinatus. Und dieser Prozessus uncinatus, den stellen Sie jetzt ein. Langsam drehen, leicht nach links drehen, Sie sehen meine Bewegung. Leicht nach links drehen, rechts jetzt auf der rechten Seite die Vena Mesenteria Superior. Und dann das Pankreas langsam entwickeln. Permanent absaugen. Und jetzt sind Sie hinter dem Pankreas die Vena Mesenteria Superior. Und jetzt können Sie leicht rechts drehen, dann kommen Sie in situ wieder nach links. Und wenn Sie leicht nach links drehen, kommen Sie in situ nach rechts, also Richtung Kopf. Und da wo der Pfeil ist, sehen Sie jetzt den Gang in den Uncinatus ziehen. Und jetzt ziehe ich langsam zurück und drehe nach links. Und Sie sehen, dann komme ich in die ventrale Anlage. Und dahinter ist die Aorta jetzt schon. In der ventralen Anlage sehen Sie jetzt den Pankreasgang, hinter dem Pankreas die Aorta. Und jetzt geht man mit der ventralen Anlage mit. Also leicht ziehen, das Gerät leicht ziehen. Und ich ändere ja nur die Richtung, indem ich hier am großen Hebel mich ein bisschen bewege. Und sonst ist das nur Zug- und Schubbewegung oder die Drehung. Wie gesagt, Linksdrehung, das Gerät richtet sich nach rechts aus. Und jetzt ist ja die Frage, wir wollen den Geingang uns suchen. Das heißt, wir müssen noch ein Stück nach links drehen und leicht ziehen. Das mache ich jetzt. Also ich ziehe leicht und achte vorne drauf, wo der Pankreasgang mündet, nämlich an der Papille. Nehme den großen Hebel ein bisschen zurück und achte auf den Geingang. Der Geingang ist ja geschient. Da liegt eine Prothese drin. Das ist... Und Sie sehen die typische Anatomie in der ventralen Anlage, so ein bisschen wabig, lobuliert, das ist normal. Und jetzt kommt hier der Geingang. Sie sehen die Papille vorne, das Duodenum flüssigkeitsgefüllt. Und hier ist der Geingang mit der Prothese. Luftreflexe im Geingang. Und wenn man jetzt den Geingang hier unten hat, dann anguliert man leicht mit dem großen Hebel und zieht den Geingang nach oben, links drehen zurück. Also ich drehe leicht nach links. Und Sie sehen, wo der Pfeil ist. Wo der Pfeil ist, ist eine auffällige Struktur. Hier. Und zwar ist das am Oberrand des Pankreas, wo der Geingang in das Pankreas eintaucht. Und wenn Sie jetzt weiter mit der Anatomie gehen, Sie sehen das hier, wo der Pfeil ist, das ist die verdächtige Struktur. Und da geht die Prothese durch. Hier geht die Prothese durch. Und diese Struktur entspricht aus meiner Sicht der Engstelle in der ERCP. Also ist das möglicherweise ein Cholangiokarzinom. Und jetzt können wir mal hier mit der Elasto drauf gehen. Und Sie sehen, selbst die Elasto sieht das jetzt hier blau kodiert. Also dieser echoarme Knoten, etwa 1 cm. Ist blau kodiert, also relativ derb. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man das raus, wenn im CT nichts ist? In der Endosonographie sehen wir diesen Tumor. Machen wir die Punktion jetzt, ja oder nein? Oder machen wir gleich die Operation? Ich würde jetzt den Geingang mal nach oben weiterentwickeln. Das heißt, Sie drehen leicht nach links und ziehen das Endoskop nach Kranial. Und jetzt sehen Sie, das ist die Anatomie im Ligamentum hepatodudonale. Da sehen Sie hinten einen kleinen Lymphknoten neben dem Geingang. Dann läuft die Pfortader nach oben und die Arteria hepatica und hinten ist die Cava. Und jetzt kann man mit dem Geingang weiter nach oben gehen. Es war ja die Frage, ist es Merici-Syndrom?
Und Mirizi-Syndrom, da müssen Sie den Zystikus suchen. Man dreht also weiter nach links und guckt, wenn hinter dem Geingang, neben dem Geingang, eine zweite tubuläre Struktur kommt. Die kommt hier, das ist der Zystikus. Das ist der Zystikus, das heißt, diese Engstelle, die wir gesehen haben weiter unten, ist nicht die Zystikusmündung. Das ist ein Tumor im Geingang. Und jetzt sehen Sie die Pfortader hinten, hinter dem Geingang, unmittelbar hinter dem Geingang Pfortader. Da drüber die Leber und links daneben die Arteria hepatica. Und jetzt kann man, jetzt habe ich ja gezogen und links gedreht. Und wenn ich jetzt rechts drehe und leicht schiebe, kann ich auf dem Geingang mich wieder in Richtung Pankreas bewegen. Jetzt sehe ich in den Lymphknoten hinter dem Geingang Lymphknoten. Und jetzt drehe ich das alles wieder rückwärts und Sie sehen, da bin ich wieder im Pankreaskopf. Und das ist die Anatomie des Ligamentum hepatodonale und des Pankreaskopfes. Eigentlich ganz einfach. Nur Linksdrehung und Zug, wenn Sie ins Ligamentum wollen, und Schub und Rechtsdrehung, wenn Sie vom Ligamentum zum Pankreas wollen. Das habe ich Ihnen jetzt gezeigt. Jetzt wollen wir diesen kleinen Tumor mal punktieren. Das Problem bei der Punktion jetzt ist hier, dass wir die Arteria hepatica daneben haben. Sie sehen, die Hepatica ist unmittelbar daneben und die Pfortader ist dahinter. Und müssen wir also an der Arteria hepatica vorbei, da rein. Wir würden hier eine 22er Nadel nehmen, 22G Nadel. Und dann stellt man sich das so ein, dass der Tumor so weit am lateralen Rand liegt und die Verlängerung der Nadel sozusagen direkt im Tumor mündet. Die Nadel käme von hier und würde dann praktisch hier den Tumor treffen. Man kann natürlich auch eine Cholangioskopie machen. Können wir dann vielleicht im Anschluss machen. Und jetzt machen wir die Punktion. Wir müssen hier auf die Arteria hepatica achten, aber daneben ist noch eine kleinere Arterie. Okay. Wir nehmen eine 22er Nadel, Aguirre Nadel. Ja, mit der kriegt man auch ein bisschen Zytologie. Und jetzt sage ich Ihnen noch, was man beachtet bei der Punktion. Also das Gerät ist ja, wenn Sie das Gerät jetzt im Röntgen angucken würden, ist das unten abgewinkelt. Und das Problem ist hier, wenn Sie die Nadel nicht reinbekommen, nicht mit Gewalt das Ding reinschieben, sondern den großen Hebel locker lassen und langsam reinschieben. Und Sie sehen aber, da verliere ich mein Bild. Ich habe mein Bild verloren, aber ich will mein Gerät nicht zerstören. Deswegen erst Hebel locker lassen und dann die Nadel einführen. Jetzt kann man den Sheet nochmal nach vorne schieben, dann guckt man, wo der kommt. Guck hin. Jetzt ist der Sheet raus. Wenn der Sheet raus ist, wenn Sie den jetzt hier erkennen, dann ist das Gerät sicher vor der Nadel. Und jetzt stellt man sich den Befund nochmal neu ein. Jetzt stellt man sich den Befund neu ein, dann muss ich wieder ziehen. Ziehen, ziehen, ziehen. Jetzt muss man das Gerät festhalten. Halt. Und jetzt muss man halt an der Arterie vorbei den Befund punktieren. Jetzt wird die Nadel scharf gemacht. Und jetzt gucken wir mal, jetzt kann ich den Albaran ein bisschen hochheben, ne? Dann schiebe ich die Arterie ein bisschen zur Seite. Halt so. Jetzt bin ich lateral am Tumor und jetzt bin ich drin. Okay, es sieht so aus, als gehe ich durch die Arterie, stimmt aber nicht, mach raus. Und jetzt wird das Mandräng entfernt und wird die Spritze aufgesetzt unter Sog. So, Sog ist dran und jetzt macht man so fächerförmig, immer wieder leicht zurückziehen, aber nicht aus dem Tumor rausrutschen, macht man die Punktion. Also leicht vor, wieder zurück. Vor, zurück. Ja, halt mal.
Das sind die fächerförmigen Bewegungen. Die mache ich nur, wenn ich nämlich einen großen Hebel leicht bewege. Und dann ändert sich die Punktionsrichtung in dem Tumor. Okay. Das kann man dann 5 bis 10, vielleicht auch 20 Mal machen. Wenn Blut hier kommt, muss man aufhören. Okay. Jetzt sind wir fertig. Gehen wir raus. Und wenn Sie das haben, dann müssen wir gleich, warte. Muss man gleich nochmal gucken. Kann man die Farbe einschalten? Ob ein Chat-Phänomen aus dem Tumor rauskommt, kommt keins raus. Und wenn Sie kein Chat-Phänomen sehen, haben Sie wahrscheinlich keine Blutungskomplikation. Man kann hier auch noch ein bisschen warten und gucken, ob sich hier irgendwie so was Echodichtes manifestiert. Mein Zugangsweg habe ich nicht. Okay, da sind wir jetzt schon fertig. Wir machen jetzt noch den Ausstrich und dann können wir in das Präparat mit anhängen. Also wir haben jetzt die Prothese entfernt und machen jetzt nochmal eine Cholangioskopie. Und Sie sehen im Cholangiogramm diese Enge hier unten. Nochmal spritzen. Das ist diese Enge, die Sie in der Endosonde gesehen haben, die dem Tumor entspricht. Nochmal ein bisschen mehr. Also ungefähr 1 Zentimeter. Und die wollen wir uns jetzt mal cholangioskopisch anschauen. Das ist jetzt der cholangioskopische Blick. Ah, da ist er doch. Sie sehen das, ne? Das ist die Engstelle und dann, das ist der Tumor. Also Tumor im Geigengang. Jetzt wäre die Frage, machen wir hier nochmal eine Biopsie oder nicht? Kann man das passieren? Ah, eindeutig. Also makroskopisch eindeutig. Jetzt kann ich gucken, ob ich vorbeikomme. Rein theoretisch müsste man vorbeikommen. Ah, eher nicht. Ah doch, jetzt bin ich drüber. Das ist das Geheimwegsystem oberhalb. Völlig normal. Und jetzt zieht man langsam zurück. Man kann das mit dem Röntgenbild korrelieren, wo man denn ist. Und hier beginnt er. Hier ist dieser Tumor. Ich denke, da gibt es keinen Zweifel. Also makroskopisch eindeutig Tumor. Wir haben punktiert. Ich würde mal jetzt keine Biopsie machen an der Stelle. Ich denke, die Endosonographie ist von der Treffergrade höher, als wenn ich mit der kleinen, winzigen Nadel hier mit der Zange hier biopsiere. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Okay.